Oh Mann, Alter. Ja, Mann, es macht richtig Spaß hier, ne? Was? Ah, du könntest dir vorstellen, mich mit nach Hause zu nehmen? Jetzt schon? Nee, sorry, ey. Sorry, nee. Du bist ein echt hübsches Mädchen und so, aber ich will heute einfach nur mit meinen Jungs feiern. Also, tut mir leid. Ja, vielleicht später, mal schauen. Einfach Spaß haben. Keep your body. Ja, genau. Shake the stress away. If you like it, then you should put a wing on it. Nee, Spaß. Also, heute soll es mal um diese ganze behinderte, oh, hey Jungs, wollen wir heute Abend nicht mal rausgehen, ein bisschen feiern gehen und diese ganze abgefuckte Scheiße gehen, die eh kein Mensch den Männern da draußen glaubt. Also, was ist ein Club? Ein Club ist letzten Endes nichts anderes als ein fucking Bumsgehege, wo irgendwelche zum Teil auch Fettsäcke sich in irgendwelche T-Shirts reinpressen, die dann so ausquillen und wo sie hoffen, oh, vielleicht sehe ich heute ein bisschen dünner aus oder so. Und letzten Endes jeder Typ, der in den Club geht, nur hofft, eine Alte abzuschleppen. Das ist der einzige Grund, warum Männer dort reingehen. Und sie simulieren dann ungefähr für 4 Stunden Spaß. Sie tun so, als hätten sie Spaß. Dabei tun sie sich nur volllaufen lassen, vollkommen ohne Sinn und Zweck. Und hoffen dann den ganzen Abend, ah, vielleicht zieht mich mal eine, vielleicht entdeckt mich ja eine, vielleicht mache ich ja Eye Contact, bla bla bla. Und jeder fucking Typ, daran merkst du das schon, jeder fucking Typ würde, wenn er die Möglichkeit dazu hätte, den Club nach 5 Minuten verlassen, wenn irgendeine Frau auf ihn zukommen würde und ihn instant nach Hause nehmen würde. Jeder. Es gibt bei Typen gibt's sowas nicht wie bei Frauen, die dann sagen, nee, heute will ich mal einen Mädelsabend machen, heute will ich mal Spaß haben oder so. Stimmt gar nicht. Das gibt's überhaupt nicht. Und der Grund, warum sie das überhaupt machen, ist eigentlich nur der, dass Männer zu blöd sind, in der Konsequenz zu sehen, dass sie es niemals, wenn sie nicht weit überdurchschnittlich aussehen werden, schaffen, irgendeine Alte abzuschleppen. Das werden die nie hinbekommen. Weil die Frauen, die potenziell daran Interesse haben, die nehmen sich doch nicht irgendwelche Dullis für irgendeinen One-Night-Stand, sondern die nehmen sich die Bestaussehendsten. Ist ja nur logisch. Stattdessen hast du dann aber 1000 Pickup-Mongos, die da rumlaufen und sagen, ah, vielleicht kann ich ja noch einen Drink ausgeben. Hey, jetzt habe ich einen Drink ausgegeben. Vielleicht bemerkt sie mich dann mal. Oh ja, das könnte mal eine gute Idee sein. Oh ja, komm. Dann tue ich von was von meinem Monatslohn noch ein bisschen abtreten. Vielleicht funktioniert's mal dann. Vielleicht muss ich mehr einen Push and Pull machen. Oder ich weiß nicht. Vielleicht muss ich eher einen Freeze Out machen, obwohl sie mich sowieso nicht bemerkt. Ah, lass mich da nochmal mein Pickup-Forum schreiben und dann nehme ich so einen Chatverlauf und dann tue ich den ganzen Posten. Oh ja, vielleicht. Oder ich mache ein Foto. Oh ja. Das sind genauso wie diese Leute, die ihr Essen fotografieren oder sich fotografieren, mit so Selfies machen und sagen, Spaß mit meinen Jungs. Nirgendwo außer im Club siehst du diese ganze Ansammlung an männlicher Verzweiflung. Ich meine, warum sonst sollte man in den Club gehen? Es macht gar keinen Sinn. Es ist laut, man hört nichts und Gangster tanzen nicht. Also es macht auch gar keinen Spaß. Es gibt für Männer dort nichts, was ihnen isoliert betrachtet Spaß machen würde. Es ist höchstens ein Ort, wo man mal in der Lage ist, vielleicht sozial akzeptiert, sich volllaufen zu lassen. Und irgendwie durch die Gemeinschaft an fremden Menschen, die sich auch volllaufen lassen, irgendwie das Gefühl bekommt, man sei nicht der Einzige, der sich volllaufen lässt. Also Männer, die regelmäßig in Clubs gehen, sind echt Vögel. Das Einzige, was ich diesen Männern empfehlen kann, ist wirklich mein Dating Guide für 200 € zu kaufen, wo ich Step für Step zeige, wie man sich einen Number Close besorgt und wirklich, wie du den Push besorgst, wie du mit der richtigen Taktik Frau attractest. Weil wenn du Attraction aufbaust, dann hast du schon die halbe Miete. Du musst einfach nur Attraction aufbauen. Hast du die Attraction erstmal aufgebaut? Dann ist natürlich wichtig, dass du richtig Kino betreibst und Contact, Eye Contact betreibst. Nur dann kannst du sie nämlich auch für dich gewinnen und an dich binden. Du darfst dich nämlich auf gar keinen Fall von anderen Männern amoggen lassen. Und wie du auch den Amok von anderen Männern, die dem aus dem Weg gehen kannst, habe ich natürlich auch in meinem Bootcamp, in meinem E-Book drinne.